Hallo, meine lieben Tabletop-Freunde. Willkommen bei Crunchy Small Workshop. Der 15. Versuch und nie durchgezogen. Okay, Spaß beiseite. Die Jungs von mir, ein paar Leute, die mich kennen und mich gesehen haben, haben gesagt, mach mal ein bisschen mehr Malsachen. Du kannst ja, wenn du willst, gut malen. Mein letztes Projekt, die Jeans Series, hat bewiesen, dass ich es auch mal nicht möchte, aber kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen jetzt mal dieses Jahr, oder ich probiere es halt tatsächlich mal, ein bisschen mehr Mal-Tutorials zu machen, weil bei mir ist das tatsächlich mit Bat-Wraps immer so eine Schwierigkeit, weil ich immer speziell frei habe oder und andersrum. Das heißt, mit den Jungs mal zocken ist bei mir mega schwierig. Ich zeige euch aber ein bisschen mal technisch ein bisschen was. Ich habe nämlich aktuell vom Modsman die Blood Bowl Gipsen am Start. Und male den gerade hier so ein kleines Menschenteam an mit ein paar ziemlich coolen Modellen. Farbtechnisch. Hat der Mutti gesagt, mach mal hier wie Patriots, deswegen auch an der Seite hier so Adidas-like für Arme. Ne, Spaß der Seite, die sind tatsächlich irgendwie so, gut, es lässt sich sehr schwer umsetzen. 100% von einem NFL-Team zu Blood Bowl, einfach aufgrund der Gegebenheit der Klamotten und so weiter, weil einfach jedes NFL-Team hat die Trikots über den Rüstungen. Bei Blood Bowl sieht man das nicht ganz so eng. Da muss man die Rüstung über dem Trikot tragen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch heute ein bisschen was in Richtung Duncans Mal-Workshop, bloß in Deutsch und auf Mongo. Was mache ich heute? Ich zeige euch, wie man weiße Hosen malt. So zum Beispiel nicht. Tatsächlich doch. Also weiß, muss ich sagen, ist so eine Sache. Jeder, der sich das jetzt Video anguckt und sagt, ich will eine weiße Armee malen, den sei auf jeden Fall gesagt, boah Junge, überleg dir das wirklich dreimal. Also wer den Malvorschlag von der neuen Tau zum Beispiel kennt auf der Packung, kann ich auch mal eben kurz hier mal hole. Zack. Hier zum Beispiel dann gibt es ein paar coole Vorschläge, ja. Sieht auch geil aus, aber umgesetzt und dahin zu kommen, ist mega scheiße schwierig. Die einfachste Methode tatsächlich, weiße Rüstung zu malen, weiße Klamotten zu malen, ist immer eigentlich vom Dunkeln ins Helle, weil man dann eigentlich die besten, sag ich mal, Licht-Schatten-Effekte rauskriegt als sonst. Das muss auch nicht, man muss auch nicht eine weiße Hose richtig komplett weiß malen. Also hier sieht man zum Beispiel, warte, wenn der Autofokus mal schafft, dass wir halt so graue Sachen halt haben. Man braucht auch harte Kantenakzente, also so Blacklining oder Schatteneffekte und so weiter, weil sich einfach sonst die Konturen total schlecht abzeichnen. Und wenn man das jetzt nur weiß grundiert und macht ein bisschen Trockenmist was, dann sieht das aus auf dem Spielfeld wie nichts. So sieht das aber schon ziemlich cool aus, gerade mit solchen Falten wie hier zum Beispiel. Und deswegen malt man tatsächlich eigentlich, gut, es gibt viele unterschiedliche Techniken, ich male aber tatsächlich grau auf weiß. Man kann richtig mit einem Dunkelgrau anfangen, das ist damals mit Gesichtern auch so gewesen. Gesichter hat man tatsächlich von so einem Scorch Brown hoch in einen ganz normalen Standard-Hautton gemalt. Ich bin da eigentlich jetzt momentan sehr faul, das heißt zum Beispiel auch hier die Haut von dem Kollegen habe ich mit dem Cardian Flashton gemalt, ein Standard Layer Ton, muss auch nicht mega Bombe decken, weil danach, gut, es sollte schon normal drauf gemalt werden, aber es soll jetzt nicht, muss jetzt nicht akribisch fünffach geschichtet werden. Und danach tusche ich die zum Beispiel einfach nur mit Acrax Earthshade, finde ich eine bessere Hauttusche als das Reichland Flashshade, weil mir das ein bisschen zu orangestichiger ist. Und danach male ich einfach zum Beispiel in dem Fall nur nochmal den Cardian Flashton hoch und könnte jetzt zum Beispiel an der Spitze, an der Nasenspitze nochmal in Cardian Flash schon ein bisschen weiß reinmischen und nochmal heller ziehen, oder ich nehme gleich Flayed Wand Flash oder irgendeinen helleren Ton. Hier sieht man halt das schön, man kriegt halt einfach man kriegt durch Acrax Earthshade einen wettergekerbtere Haut, also ein bisschen so natürlich, was heißt natürlicher, kann man nicht sagen, aber halt für so ein Tabletop, ich meine, die laufen halt draußen nur in der Walerei rum, kämpfen nachher und sich auf die Nuss spielen, Blood Bowl. Ich finde, die dürfen halt ruhig ein bisschen mehr Hautfarbe haben. Ja, zurück zum Thema.
Genauso ist es mit Weiß. Man fängt von dunkelgrau an. Man kann den Mechanico Standard Grey nehmen. Ich vereinfache mir das Ganze. Ich nehme einen Basston. Ich nehme Celestra Grey. Das tusche ich danach mit Nun Oil ab. Danach malst du nochmal in Celestra Grey drauf, auf die erhabenen Konturen. Danach Ultran Grey und zum Schluss White Scar. Hier sieht man den Effekt, wenn ich Celestra Grey alles male und tusche das dann mit Nun Oil ab. Ich muss auch sagen, ich mache mit Nun Oil, vermische ich mit ein bisschen Wasser. Also ich mache so ein 50-50-Mitch. Weil das Nun Oil dann nicht so kräftig ist. Also es ist immer noch ziemlich dunkel, aber es ist halt nicht zu heftig. Jetzt nimmst du halt quasi das ganz normale Celestra Grey. Hat so einen leichten, weiß es nicht, für mich hat es einen ganz leichten Blauschimmer. Jetzt muss ich mal gucken hier, Wasser, dick. Ist aber ein schönes Grau, muss ich sagen. So, ich verdünne das auch immer so mit ein bisschen Wasser. Auch da ist so ein Verhältnis, weil es eine Basefarbe ist, so mindestens 1:1, eigentlich sogar vielleicht so anderthalb Wasser, ein Teil Farbe. Ja, nehme meinen Pinsel. Schmal meistens mit einem Layer M oder S, das ist mir eigentlich egal bei mir. Mehr Pinsel habe ich fast eigentlich gar nicht, weil man sieht, man kriegt eigentlich eine sehr schöne Spitze mit dem M hin. Und dann male ich einfach tatsächlich einfach nochmal die Hose nach. Zack. Und lass aber jetzt zum Beispiel halt, also ich male halt nur die erhabenen Stellen. Wo man hier sieht, dass es schon eine dunkle Linie durch die Tusche abzieht, die malt man zum Beispiel nicht rein. Das heißt, ich gehe jetzt schön über die Arschbacke hier. Schön mit Gefühl drüber. Die mögen das nämlich. Ah ja, ist geil. Zack. So, drüber. Ruhig noch mal ein bisschen. Trocknet gerade. Wir haben nämlich, glaube ich, gerade gefühlt 30% Luftfeuchtigkeit. Die Farbe trocknet quasi instant am Pinsel. Ist auch ziemlich warm, muss ich sagen, und schwül. Wenn man das hat, sieht man zum Beispiel, was ich auch nutze, Feuchtpalette, Nasspalette. Absolut essentiell. Wer nicht weiß, was das ist oder was das kann, ruhig nochmal unsere Tutorials durchforsten, weil wir haben eins auf jeden Fall für eine Nasspalette gemacht. Hat einfach den Effekt, dass die Farben nicht so schnell trocknen. Quasi, wer jetzt im Sommer malt, malt rein aus dem Töpfchen raus, der kann sich schon quasi damit abfinden, jede Woche ein neues Töpfchen zu holen, weil das Ding einfach eingetrocknet ist. Jetzt machen wir das. Wichtig ist, auch die Farben zu verdünnen. Das ist ja tatsächlich der Spruch, wo momentan alle den Duncan aus dem Warhammer TV Video immer feiern, weil er tatsächlich diesen Slogan salonfähig gemacht hat, weil viele Leute waren tatsächlich auch immer sehr beratungsresistent mit Farben und Mischen. Ich höre auch immer, dass viele Leute aus dem Töpfchen malen. Ist auch nicht schlimm, soll im Prinzip jeder machen, was er möchte. Ich habe auch tatsächlich Leute schon gesehen, die das extrem gut können, aber das Problem ist halt, hast du einmal eine Farbe viel zu dick aufgetragen, dann kriegst du die Farbe nicht runter, außer die Figur zu entfärben. Und dann trägst du lieber mehrere dünne Farbschichten auf. Also wer das hier schon nebenbei ein bisschen sieht, auch meine Farben decken jetzt hier beim ersten Mal nicht ganz so, aber das ist auch nicht schlimm. Muss es auch nicht. Dann lieber gehe ich ein zweites Mal drüber, beziehungsweise ich gehe eh noch heller ins Grau. Dass das halt im Prinzip im Gesamten weicher aussieht. Auch wenn man halt so viel Farbe drauf macht, das ist ja wie zum Beispiel auch dieser Trockenbürsteffekt. Umso mehr man macht, umso viel man drauf hat, umso kriseliger wird es, umso bescheidener sieht es halt aus. Jetzt machen wir hier mal noch ein bisschen die Schnallen von der Hose. So, jetzt sieht man zum Beispiel schon den Unterschied. Ich guck mal, dass der Autofokus das halbwegs schafft. Unten am Bein normal, hier oben schon mal heller. Jetzt kannst du gleich ins Ultran Grey gehen. Gehst damit rein, sieht man auch den Farbunterschied der beiden. Und auch da kann man machen, wie man möchte. Also ich bin immer so ein Typ, ich mische immer beides ineinander ran. Das heißt, ich nehme immer Grundfarbe, tuschen, male die Grundfarbe wieder auf, nehme dann die hellere Farbe und male die hellere Farbe in die Basefarbe rein, damit ich einfach einen sanfteren Übergang habe. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, das ist nämlich auch so der Fakt, wo ich gerade am Anfang gesagt habe, man sollte sich wohl überlegen, ob man weiß malt. Eine weiße Hose, ordentlich schön gemalt, braucht tatsächlich so mindestens 5, 6, 7 Schichten, die aber relativ einfach gehen, bis es halt richtig cool aussieht, weil man muss jetzt quasi so gesehen mit der helleren Farbe, geht man nicht in die Extremen
rein. Also man geht jetzt nicht bis an die, hier ist die dunkle Schicht, das sieht man vielleicht auf der Kamera nicht ganz so gut, aber hier ist ja der dunkle Schatten von dem Celestial Grey Nun-Oil-Gemisch. Hier neben ist Celestial Grey und jetzt gehe ich quasi nur über die nochmal erhabenen Stellen und mal da quasi das Ultra Grey drauf. Man sieht jetzt noch nicht so krass den Effekt, einfach aus dem Grund, weil ich ja die beiden Farben miteinander gemischt habe. Das heißt, ich taste mich jetzt quasi ganz langsam ran und mal halt immer heller. Wenn man den Zwischenschritt mit dem Mischen weglässt, dann sieht der Effekt natürlich ganz, ganz anders aus. Da sieht man natürlich den schneller. Ich möchte den aber jetzt nicht schneller haben, sondern ich möchte den schön haben. So, jetzt nehme ich hier das Ultra Grey. Verdünne das wieder schön mit Wasser. Also hier sieht man, ich weiß nicht, ob man es vielleicht sieht, das ist sogar fast sogar 1:1 Wasser gemischt. Und zack, geht's hier drüber. So. Das Gute ist, wenn man halt mit mehr Wasser arbeitet, ist natürlich gefährlicher, dass man irgendwo in eine Riefe reintrifft und das Gemisch reinläuft. Aber das trocknet schnell weg. Das ist genauso, wie man auch schön statt mit Wasser mit am besten mit Lamia Medium arbeiten kann oder mit einer Verzögerungsmittel eurer Art, eurer Wahl. Das geht dann weg und schafft halt weichere Konturen, weichere Übergänge. So, zack, jetzt male ich hier noch rein. So, gehen wir mal nach hier. Zack, 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 zack. So. Ich habe schon dem Mozi gesagt, boah, ich male dir keine weißen Hosen mehr an, weil das ist echt heftig. Sieht aber am Ende echt geil aus. Ich zeige euch gleich mal das Team ein bisschen vom Weiteren. Muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Haben auch viele Leute gesagt, what? Wem ist das? Kann ich das haben? Nein! Das ist den Mozis. Das wird er auch bald mal in den in die Blood Bowl Liga führen, in seine, die er aktuell macht. Folgen auch noch ein paar Videos, das heißt, wir versuchen jetzt euch auch ein bisschen mehr Material zu bieten, dass wir mal auch breit gefächerter sind. Klar, wenn natürlich die Leute sagen, oh, ich will lieber 40k, ja, werdet ihr auch kriegen, steht eine neue Edition an, wir machen auch jetzt definitiv einige Sachen, ist aber bekanntlich nicht so einfach, daher, wer uns ein bisschen näher kennt, wir sind alle berufstätig, Familie, Kinder, sonstige Projekte, Hunde, Katzen, Meerschweinchens, Chinchillas. Nee, ist alles nicht so einfach, aber klappt schon. Ja. Jetzt sieht man schon mal den Unterschied. Oben die Hose, unten das Beinchen. Also es leuchtet schon definitiv mehr. Sieht schon einfach geiler aus. Ja, jetzt nimmt man das White Scar. Zack, male ich tatsächlich lieber mit dem Weiß. Deckt nicht ganz so gut wie das Ceramid White. Ceramid White ist aber tatsächlich ein bisschen, ja, nicht anstrengend. Das ist ein schönes Weiß, deckt auch hammergeil. Aber es klumpt halt auch definitiv halt schneller. Und ich will ja eine dünne Farbe haben und deswegen arbeite ich tatsächlich lieber mit dem. Ich habe mich letztens auch mal vergriffen und habe außersehen die Air Farben von GW geholt, also reingegriffen. Und muss sagen oder muss gestehen, die sind auch eine sehr gute Empfehlung. Einfach aus dem Grund, ja, da steht zwar Air drauf, die sind aber zwangsläufig nicht nur für Airbrush. Ich finde sie für Airbrush sogar einen Tacken zu dünnflüssig. Also man muss immer ein bisschen noch was reinmachen, dass es ordentlich schön sprüht. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, die sind zum Malen super. Das heißt, die Air-Farben kann man mega geil aus dem Töpfchen direkt nehmen und sind quasi so gesehen mal fertig. Deswegen, das Weiß nehme ich auch sehr gern, weil das eine schöne Konsistenz hat, um Sachen halt aufzuhellen, abzudunkeln oder ähnliches zu machen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, zack. Jetzt gehen wir hier oben drauf. Und ich sag mal, eine Hose kann auch ruhig oder sollte auch ruhig, wenn man so eine weiße Hose oder wenn man eine weiße Rüstung hat, das muss nicht decken, also das muss nicht 100% alles weiß sein, weil umso unnatürlicher sieht es aus. Das sieht man auch bei anderen mal Sachen oder Projekten von Leuten, wenn ihr euch mal weiße Armeen anguckt, die haben irgendwo immer so ein markantes Merkmal. Entweder es geht ins ganz leicht bläuliche, hatte ich letztens mal bei einem Stormtrooper gesehen, da ging man tatsächlich ins Bläuliche und hat dann mit Weiß hochgemalt. Das hatte auch einen sehr geilen Effekt. Das ist ja so wie schwarze Rüstung. Schwarze Rüstung ist genauso schwer zu malen wie weiße Rüstung. Aber bei einer schwarzen Rüstung schaut man auch immer, dass man so einen ganz leichten Blaustich reinkriegt oder Schimmer, weil das einfach so ein Sonnenreflexionslichtgeschüssel ist. Klar, jetzt werden natürlich vielleicht ein Profi-Maler sagen, oder Dings, vertretet denn der so ein bisschen. Also ich meine, sieht halt jeder anders. Ich kann halt auch jetzt nicht so richtig erklären, was ich meine.
Ich hoffe, ihr versteht's. Fakt ist halt eins, es muss nicht immer alles die monotone Farbe sein. Es kann auch, also bei weißen Rüstungen sollte immer so ein bisschen grau mit drin sein oder dunkel halt, weil man da einfach wesentlich mehr sieht, weil die Konturen halt vorkommen. Wenn man halt das wirklich nur monoton, es gibt Leute, die machen, das ist jetzt kein Seitenhieb an Flo jetzt zum Beispiel, aber wenn man jetzt Gas macht und man kodiert die tatsächlich nur weiß und lässt das dann so oder tuscht die ab und macht nur eine Trockenbürste, die, das sieht, ja, es sieht okay aus fürs Spielen, aber es sieht halt nicht geil aus. Eigentlich sieht es sogar auch meh aus. Ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Jetzt gehen wir mal hier vorne noch rein. Also ich zeige euch das gleich dann nochmal da. Hier vorne sieht man das halt auch sehr schön, weil das jetzt, zack. Hier sieht man natürlich schön die dunklen und hellen Stellen. Und jetzt gehe ich zum Beispiel auch noch hier rein. Zack. Mal die erhabenen Stellen nach so rum. Zack, sehr früh hier. Gerade meine Tochter ins Nestchen gebracht. Bin auch noch halb am Schlafen. So. Machen wir hier rein. Zack. Ja, Mozi, so habe ich alle deine Figuren angemalt. Die sind geschichtet bis zum Todes. Okay, bis zum Todes nicht, wir wollen es ja nicht übertreiben. Willst ja auch noch eine Spielarmee haben. Muss ja auch mal zum Punkt kommen. So. Auch gleich rein. Und ihr seht auch den Vorteil der Nasspalette, mit der ich gerade hier arbeite. Ich kann quasi von jeder Farbe in jede Farbe gehen. Ich kann die miteinander mischen und habe die immer noch flüssig da. Ihr seht halt, ich gehe auch immer noch mal ins Wasser rein, also ich vermische tatsächlich dann teilweise auch sogar zwei Anteile Wasser zu einem Teil Farbe, damit einfach der Effekt halt schöner rauskommt. Und hier sieht man dann quasi so das Endergebnis. Ich hoffe, die Kamera und das Licht fängt das ein. Also es ist meiner Meinung nach ein schönes Weiß, es ist halt kein übertriebenes, mega sauberes Weiß. Es bringt halt viele Konturen hervor. Ich muss ja sagen, bei Blood Bowl ist es auch ein bisschen schwieriger, weil die Qualität der Figuren ist schon super, keine Frage. Ist aber nicht die Spielfigurenqualität, die man jetzt zum Beispiel bei Dark Imperium oder anderen Sachen sieht. Da sind die Konturen wesentlich schärfer und härter und man kann halt besser sehen. Gerade hier bei den Rüstungsteilen, bei den Kniepads, bei den Schuhen, muss ich sagen, habe ich das Gefühl oder den Eindruck oder auch tatsächlich ist es so, ist alles weicher, ist alles der zwischen den Details verwischt sich auch oft. Also hier sieht man die Schnürsenkel zum Beispiel, wenn ich die, da kann ich nicht mit viel arbeiten, ohne dass ich dann den Effekt halt wegnehme, dass ich den also es ist sehr schwierig, muss ich sagen. Hinten hat man auch noch eine Lasche, also oder keine Ahnung, so ein Naht zum Beispiel, und wenn ich nämlich jetzt hier zu viel, diese kleine Kante ist so minimal, wenn ich die halt übermale, dann sieht man diese Kontur nicht. Ich musste auch tatsächlich dreimal gucken. Der Mozi kann das auch bestätigen. Ich hatte so Schwierigkeiten zu unterscheiden, weil ich hatte kein Bildmaterial genommen. Was ist bei dem Hose und was ist bei dem nicht Hose? Was ist Schuh, was ist Haut? Haben die überhaupt Haut? Ich habe tatsächlich erst den unteren, die ganzen Schienbeine, habe ich erstmal mit Hautfarbe angemalt. Ich dachte, die hatten tatsächlich so Kniehosen an, und weil ich unten keine Kontur gesehen habe, und das sah auch so aus. Könnte man tatsächlich auch machen. Also man könnte bei Blood Bowl auch ganz gut machen, dass man denen tatsächlich nur eine Kurzhose gibt und den unteren Teil, oder bis hierhin, hier sieht man ja so, ist ja die Kante bis hier in die Hose, so eine Dreiviertelhose, und den Rest mit Hautfarben anmalen. Habe ich tatsächlich bei ihnen auch gemacht, sah auch eigentlich, fand ich sogar richtig cool aus, aber wollte ich dann nicht durchmalen, weil es soll schon so sein, wie es ist, wie NFL, ist ja Mozis Team, und auch so wie es reell ist bei Blood Bowl, da wollen wir schon wirklich das malen, was Vorgabe ist. Ja. Was ich dann noch im Nachhinein bei dem Team mache, weil ich werde gleich noch die Bases gestalten, aber das halt kriegt ihr dann nicht mehr aufs Video. Ich werde noch so einen Erdton machen, weil ich nehme die andere Seite des Blood Bowl Teams, wo die spielen. Und da ist das nämlich zum Beispiel sehr gut. Also klar, wenn man jetzt das Gras-Ding nehmen sollte, man, also ich würde es so machen, dass sie schon aussehen, als würden die spielen, hätten sich eingespielt, hätten schon ein, zwei Runden gemacht. Sprich, ich würde ein paar Grasflecken reinmachen und gucken. Gras finde ich aber nicht so cool. Mozi sagt auch, nee, mach mal für die andere Seite, für die Ork-Arena. Und da ist halt, ja, es ist halt so eine, was ist denn das, so eine Schlackebahn, so ein Dings halt. Und da arbeite ich ja noch mit ein bisschen Wettereffekt, sprich, ich nehme einfach nur das Wetterpulver von Forge World. Wenn man das nicht hat, kann man auch tatsächlich einfach nur den Erdton nehmen, den man da hat, und Trockenbürste den ganz leicht an den Schuhen und an der Hose, so dass die halt schon mal ein paar Tackles hinter sich haben. Weil auch da, also wie gesagt, man kann sie geleckt anmalen, aber das ist, ich finde, nicht so authentisch. Es hat nicht so, weiß ich nicht,
sieht nicht geil aus. Ich bin jetzt auch kein Fan, der Blut benutzt. Das ist eigentlich auch cool, wenn man gerade von authentischen Sachen halt redet. Aber ich finde, eine Figur kann ruhig, egal wie neu sie aussehen soll, also fabrikneue Specimen, rückt gerade aus jetzt hier so ungefähr. Aber ein bisschen Staub, ein bisschen Dreck gehört immer dazu, weil egal wo die landen, es ist nun mal ein Schlachtfeld. Die werden abgesetzt von Fandorks, Landungskapseln, Stormhawks, was auch immer. Da wird Dreck aufgewirbelt, wenn die halt ein paar Schritte laufen, ist auch schmutzig. Ich finde, das gehört dazu. Es bringt auch ein bisschen Charme rein, tatsächlich, keine Ahnung. Lebendigkeit, besser gesagt, das ist das Wort, was ich suchte. Muss man selber wissen, ob einem das gefällt. So, mal sehen, jetzt bin ich ja gleich fertig mit den Kollegen. Hat der auch schon seine Farbe bekommen, ist auch der letzte. Die anderen sind tatsächlich dahingehend schon fertig. Muss noch ein paar Details bearbeiten, noch ein bisschen Haut. Machen ein bisschen Lederbälle, dann haben wir Mozis Armee diese Woche fertig. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, lasse ich euch mal in Ruhe. Viele haben vielleicht schon ausgemacht, viele haben gar nicht erst dann gemacht, keine Ahnung. Sprich, wer Vorschläge hat, was ihr euch wünscht in Sachen Mal-Tutorials, schreibt das bitte unten rein, dann versuche ich das dementsprechend abzuarbeiten. Weil, ja, ich bin momentan auch eher so ein Fan und das, hat man glaube ich jetzt gar nichts gesehen, habe ich außerhalb gemalt. Ich bin tatsächlich auch ein Fan von aktuell, ich male sehr hohen Standard eigentlich, aber das schraube ich mittlerweile auch ein bisschen zurück, weil die Sache ist eins, man muss bedenken, man hat so viel zu malen und möchte gerne so spielen, dass die Sachen bemalt sind und wenn der Qualitätsstandard zu hoch ist, wird man einfach nicht fertig. Ergo, ich rate jeden, der das anguckt und jetzt noch durchgehalten hat, zu lange zu schauen, malt Grundfarben an. Grundfarben, tuscht die und malt auch mal eine Grundfarbe sauber auf die erhabenen Stellen, damit das sauber aussieht. Dann sieht das richtig geil aus. Danach kann man auch schichten, kann man auch mit mehreren Farben arbeiten, man muss es aber nicht. Schon hat man quasi eine spielfertige Armee und sieht gut aus. Wie zum Beispiel hier der Kerl. Der ist jetzt nicht fertig. Man sieht das auch, die Rüstung ist noch blau getuscht, das Silber ist Lidbecher getuscht, die Hose, klar, die ist jetzt natürlich ein bisschen hervorragender gemalt, also hervorhebender gemalt, hervorragend ist ein bisschen übertrieben. Aber das reicht zum Spielen. Das sieht gut aus. Besser als irgendwelche Plastikfiguren, die man tatsächlich auf dem Spielfeld nicht erkennt, scheiße aussieht oder es ist ein schwarz grundiert und man entdeckt die Figuren gar nicht mal mehr. Aber das ist so eine Sache. Einfach nur mal sauber Grundfarben auftragen, tuschen, macht die Armee schon so lebendig und so geil. So, jetzt rücke ich immer noch ein bisschen hin und her, aber jetzt zeige ich euch gleich mal noch ein bisschen das Team. Ist jetzt nichts Herausragendes, im krassen Fakt. Also es sieht geil aus. Zack. Also hat Style, sagen wir mal, die Figur. Mochi bestellt auch alles bei Forge World. Ist ein Blood Bowl Fanatiker vom Herrn. Ich glaube, der wird alle Teams haben am Ende. Der gefällt mir nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich gestehen. An dem muss ich auch noch ein bisschen arbeiten, weil die Details, die er hat, sind so, die Keule muss ich noch ordentlich schön machen. Die Bänder, die Rüstung muss noch gemacht werden. Wie gesagt, der Wettereffekt, also das ist hier aber auch sehr schwer zu erkennen, was ist Hose, was nicht. Irgendwie, ich habe dann alles als Hose angemalt, das war mir dann echt zu blöd. Selbst Mozi wusste nicht ganz genau, was wie wo. Aber hier zum Beispiel der Fänger sieht ziemlich cool aus. Hier hat man diese Platten-Dinger, die habe ich dann so ein bisschen hervorgehoben. Die Hose, also wie gesagt, ein bisschen Patriot-Style, ich hoffe, man erkennt es. Die haben im Prinzip einmal eigentlich fast alle NFL-Teams weiße Hosen. Patriots haben eigentlich ein recht dunkles Blau, aber ich habe es ein bisschen heller gemalt, weil es einfach schöner aussieht. Die Figuren haben ein bisschen noch mehr Kontrast und man erkennt dann auch ein bisschen den Rüstungsunterschied oder die Rüstungsfarbe kann man etwas spielen. Hier haben wir, was spielt Mozi eigentlich überhaupt? Hier die besonderen Helden. Ich weiß, er wird als Blitzer gespielt. Am Anfang hatte ich mega Schwierigkeiten, die zu erkennen, wer was ist. Was haben wir hier? Ein bisschen so, komm, haben wir nochmal nicht normal Video, haben wir sogar Mozis Teamvorstellung. Zwei Fänger, zwei Werfer, einfach weil es so ist. Chuck wird als Blitzer gespielt, der wird als Blitzer gespielt. Dann haben wir tatsächlich den richtigen Blitzer, den erkennt man sehr leicht am Helm. Da haben wir noch einen. Zack. Dann haben wir den kleinen Halbling. Zack, den großen Ogre, noch einen großen Ogre, der von GW, den finde ich am coolsten. Ja, und ansonsten haben wir dann halt das typische Menschen-Team, technischer
die Linemans, die 6 Stück, also 2 Werfer, 2 Fänger, 4 Blitzer, 6 Linemans. Gut, so viel Werfer, so viel Fänger braucht man nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich wiederhole mich. Wer ein Video haben möchte, wer irgendwo so ein kleines Mal-Tutorial sehen möchte, der schreibe einfach. Ich sehe gerade 25 Minuten, obwohl das eigentlich nur so ein geplantes 10-Minuten-Ding sein sollte. Gut, ich habe halt mehr gelabert. Sommer, schafft euch eine Nasspalette an, schafft euch 3-4 Grundfarben an, immer für die Sachen, und das reicht vollkommen. Also das Weiß, für Blau zum Beispiel, habe ich hier ein Cantor Blue genommen, habe mit einem Kalidor Sky gearbeitet und einen Lordan Blue, die 3 Blautöne, also dunkel, mittel, hellblau. Mit Weiß kann man auch ein bisschen reinmischen, wenn man das möchte. Die Bälle, was ich hier mache, ist immer einfach nur Mornfängbraun mit Akrax auch abgetuscht und am Mornfäng wieder hoch. Kann man auch ein bisschen einen anderen hellen Ton reinmischen, das Mornfäng, damit man Kantenakzente hochzieht. Da ist es egal, kann man den Zandri das nehmen, XV88, ein anderes helles Braun. Hauttöne, wie gesagt, Cardian Flashstone, Akrax abgetuscht, Cardian Flashstone gemalt. Werde ich vielleicht auch mal demnächst mal ein Video machen, so kurzes, wirklich 5 Minuten Video, wie mache ich Haut. Ja. In diesem Sinn bin ich raus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein bisschen nebenbei anzuhören, anzuschauen. Mehr anzuhören, weil ich glaube, man sieht nicht ganz so viel. Ja, dann mache ich mal weiter hier mit meinen anderen Projekten, die viel zu viel sind. Und wir sehen uns demnächst. I don't know what you want. Let's have